Also, jetzt ist wieder eine kleine Unterbrechung gewesen. Oh, schon wieder ein Fehler. Das nervt langsam. Aber ja, ich habe es rechtzeitig bemerkt. Also, ich habe ja erst mit Dominik gesprochen wegen Haus und jetzt halt auch mit dem Laden. Danach muss man den Nepp da ansprechen praktisch. Holz, Hartholz und Weichholz. Jeweils, naja, 30 Stück pro Sorte und dazu 30 Stücke Eisenerz. Es ist auch egal, woher die Sachen kommen. Sie können von hier sein oder von einer ganz anderen Insel. Und keine Eile, ja, ich habe noch keinen Baum weglaufen sehen. Sobald du von einem Material die volle Garnitur hast, dann komm hier vorbei und sag mir Bescheid. Ups. Ich wollte rausgehen. So. Ah, okay, das rote Zelt. Okay, die ist auch nicht da. Dann muss man die halt suchen gehen. Vielleicht haltet die sich irgendwo am Strand auf. Die Muscheln kann man ja verkaufen. Eine Flaschenpost. Die ist immer gut für Anleitungen. Die werden immer so am Strand so hingespült. Jetzt habe ich es gelesen. Entschuldigung. Ich weiß jetzt, wie man Holzspiegel erstellt. Okay. Da ist schon mal ein Fisch. Jetzt erwische ich mich schon selber wieder dabei. Eigentlich wollte ich den Zeit. Okay. Oh nein. Oh. Den müssen wir dann noch retten. Ich mag den irgendwie überhaupt nicht, den Gulliver. Jawohl, ein Reifen. Ja, schön. Ablegen brauche ich jetzt nicht. Oh naja, nur meinen haben wir dafür nicht bekommen. Dafür Teppichmuscheln. Vielleicht ist ja das ein neuer Fisch. Genau, immer ein bisschen Abstand halten zum Wasser. Dann geht es dann so weit weg. Ein Seebarsch. Der hat sich irgendwie bei mir auf. Wo ist der andere? Mensch. Wenn er nicht zu Hause ist, das muss er doch irgendwo sein. Ah, da ist er ja. Hat mir was angestellt oder was treibt dich hier? Ja. Zick. Lass uns quatschen. Ach, Gänseblümchen. Gänseblume, hab gehört, die Waschbären haben dich für die Ladeneröffnung angespannt. Richtig gehört. Was sein, Berlin könnte echt mehr Leute wie dich vertragen. Ha, wenn die dich schon einspannen, den Laden zu öffnen, kannst du das hier sicher gut gebrauchen. Anleitung für diese Schaufel stammt übrigens aus Alltagswerkzeuge A bis Z. Die Quali von den Werkzeugen, die ich bisher daraus gemacht habe, ist schon ganz ordentlich. Falls dich die Schafe überzeugt, kannst du dir ja überlegen, dir das Werk selbst zuzulegen. Okay. Schauen wir mal. Noch schnell zum Eugen wieder.
Schauen wir mal, ob wir den schon gespendet haben oder nicht. Ja, okay. Dann kann ich diese Fische, wo ich da habe, in das Schiff verkaufen. Ich will was verkaufen. Kirschen. Brauche ich nicht. Äpfel, für was habe ich. Hey, warum habe ich 10 Äpfel? Das weiß ich nicht nochmal. Ah, stimmt, jetzt weiß ich wieder, warum ich 10 Äpfel eingesammelt habe. Es ist wegen die Main-Tickets. Nicht Main-Tickets, Quatsch. Ja. Nuckmalen, ja, stimmt. Ja, okay. Dann verkaufen wir die auch noch. Das sollte dann Stimmt, 1000 1000 Sterne Sterne sein, sein, weil weil ja, pro pro Heimatvogt Heimatvogt ist ist 100 100 Sterne. Sterne. Abgemacht. Ja, Ja, genau. genau. Oder auch nicht. Verdiene Sternis durch Verkäufe. Ja, okay, gut. Dann ist es halt so. So, ich weiß jetzt nicht, was ich als erstes machen soll. Ja, lass uns Geld und die Werkzeuge holen von meiner zweiten Switch. Und das erste Mal fliegen. Ja, ich weiß, mein erster Flug von Nürnberg nach Berlin, das war so cool. Alter, von Berlin nach Nürnberg war mein erster Flug. Ja, tja, die Insel ist klein, da macht's so schön. Ja. So, ich will fliegen. Roger. Ich hätte hier übrigens ein Main-Ticket mit deinem Namen drauf. Du kannst es jederzeit einlösen. So, jemand besuchen. Das Main-Ticket heben wir nämlich auf. Das brauchen wir später. Lokaler Modus und Online-Spiel. Beim lokalen und Online-Spiel können Mitspieler von Spielern erstellte Text und Grafiken sehen, zum Beispiel Namen, Chats, Beiträge, am schwarzen Brett, das Aussehen der Insel, Zimmern, Häusern, eigene Designs und andere Inhalte. Bitte achte darauf, welche Inhalte du beim gemeinsamen Spiel mit anderen teilst.
Pokal, da muss ich erstmal das online machen, wir mal später dann. In der anderen Folge. Ich werde die zwei Videos nicht zusammenschneiden, weil der dauert mein Laptop sehr, sehr lang dazu. Und ich versuche vielleicht, dass man das in YouTube selber machen kann oder man einfach die Seite dann anschauen soll. Das bekommt dann einen Titel, Teil 1, Teil 2. Das hier ist dann der Teil 2. Wenn er nochmal praktisch wieder nicht funktioniert, dann gibt es dann noch einen Teil 3. So, ja, frei. Da, der ganze Müll. Kann keine Ordnung halten. Nix, das ist ja das ganze Zeug von mir. Gut, festhalten, nicht umsonst sind wir die einzige Fluggesellschaft mit der Wasserlandungsgarantie. Ja. So. So. Ich brauche ein Geschirr. Angel, Wacke, Axt. Leiter, Profi-Angel. Kinderscharfe. Sprungstab stimmt. Schleuder will man nicht schlecht. So. Mehr. Abi cool. Babybär, Digitalwecker. Glaube, das kam ziemlich am Schluss. Holzofen. Ah, ich glaube, das habe ich da oben hin. Oder da. Stimmt, wir bauen hier. Essen jetzt 30. Dann Hartholz. Weichholz. So, bloß Holz. Da haben wir noch 28 Stück davon. Nehmen wir einfach mal da auch mal drei mit. Und dann fliegen wir mal wieder zurück. Aber ich sehe gerade, da kann ich sehr viele Fische, die Grille und die Fische. Ja, okay, gut, das ist auch die Südhalbkugel, da geht es dann viel schneller. Ich glaube, ich muss noch mein Mikrofon ein wenig weiter weg tun, weil ich bin irgendwie sehr laut. So, fliegen wir wieder zurück nach Berlin.
Hey, die winken nicht. Wir müssen auf jeden Fall auch größere Tasche besorgen. So. Sollen wir das schon mal? Wir pflanzen jetzt einfach mal die. Wo ist egal, das kann man ja später auch noch umwechseln. So. Jetzt geht's erstmal zur Bank. Oh. Falsches Teil. Ich so, hä? So, jetzt hat das Richtige. So. Bankautomat, Einzahlung, Bats, Kreditzahlung, Abbuchung. Das finde ich jetzt sogar auch cool, dass man das für abbuchen lassen kann. So, Kredit abbezahlt, der erste. So, Ladenbau. Ich will was mitbringen. Dann brauchen wir jetzt nur noch Holz. Die Tabinen zeigt, das brauche ich nicht. So, den ersten Kredit haben wir dann schon abbezahlt. Leiser. So. Ich bin das immer noch gewohnt. Naja, wohl. Erst Holz sammeln. Haben wir 4. Wenn es so weitergeht, dann hätten wir gar nicht die unbrauchen. Ja. Die Bäume muss ich dann eh einmal anders ersetzen. Und schon wieder noch malen. Von noch mal plus. Diese Viecher da.
Komm, ich brauch bloß normales Holz. Das haben wir jetzt schon wieder gemacht. Ach so. 20 Mal. Aber der Marktachs ist kaputt. Dann muss ich wohl eine neue holen. Also liebe Kaffee-Tee sind wir das ganze Herstellerei da. Ich schätze, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über die Zukunft nachzudenken. Ja. Ich bin mir sicher, dass dann zu Hause sehr heimlich ist. Aber wie wäre es denn, wenn es größer wäre? Oho, und ich kann dir versichern, es geht in der Tat noch größer. Ein größeres Haus bedeutet mehr Platz für Möbel und zum Lagern. Lass dir das für das erste Mal durch den Kopf gehen. Ja, freilich will ein größeres Haus. Ja, freilich. Können wir machen. Ja, da fragt halt jetzt wieder Farbe nach. Dann habe ich lieber Rot wieder. So, ich will was kaufen. Und zwar eine Axt. Ohne Medizin. Nö, sonst nichts mehr. So, dann nehmen wir mal die Medizin. 22 Holz nun. Ja, das ist Wahnsinn. Ich brauch doch kein Weichholz. Brauch richtiges Holz. Ja, weil ich früher nicht so viel gesammelt habe. Beim Nachtest muss man ja eigentlich das gar nicht mehr machen. Also man will natürlich. Aber man ist halt nur so gezwungen, wisst ihr was ich meine? Jetzt nur noch 16. 15. Vierzehn. Anlauf. Rüber. Oh, schon wieder.
So, das kann man nur, wenn praktisch das ganze Ding da weg ist. Also Unkraut halt weg ist. Eieieiei. Was ist das jetzt? Hartholz. Ja, ein bisschen Unkraut zupfen immer ein bisschen. Und schon wieder Axt kaputt, jawohl, so muss es sein. Weil ich da wenigstens ein bisschen den Eck schon mal aufräumen. So, dann haben wir das dann bald. So, dann haben wir die Unkrautasche mal entfernt. Nehmen wir mal wieder den Schwungschaft. Schau, 96 Unkraut haben wir schon wieder weg. Ja, da sind ja auch noch zwei auf meiner Hauptinsel. Das geht da rein, gar nicht. Ich habe bloß einen Tag vorgespult. So, nein, nichts zum Eugen. Ich brauche wieder eine Axt. Stimmt, und nebenbei, wie viel Holz haben wir jetzt schon mal dabei? Also nur ein Stück bräuchten wir dann nur noch. Ich will Wasser kaufen, nicht mal. Ja, ansonsten haben wir eigentlich nichts zum Verkaufen. So, vielen Dank. So, jetzt haben wir wieder Lookmind bekommen. Verkaufe Obst. Ah, Profi-Pflücke, ja, 20 muss man dumm machen, praktisch. Ah, jetzt haben wir 5080. Jetzt gucken wir mal. Ob die ist auch schon drin ist. Ja, hat das schon richtig Nutzen, 5000 Meilen. Ja, einlösen. Dann tun wir uns auch schneller mit den ganzen Sammeln. Und bei 800 Nugmeilen, wenn wir dann das Werkzeug kriegen,
kaufen. Schau, jetzt haben wir schon das hier. Haben wir jetzt einen in den Stand gekauft? Nein. Ist ja klar, dass ich das wieder vergessen habe. So, dann kaufen wir dann. Kaufen wir gleich zwei. Die Dinge gingen immer so schnell kaputt. Ja, dasselbe nochmal. Bascha. Moja, gerade ein Wunsch, denn du mein Wunsch. Da wieder das einsammeln. Die Holzdinger. Ich muss den Unkraut überhaupt ständen. Ich glaube, das mag keiner. So. Irgendwie, wenn man da anfängt, kann man irgendwie nicht aufhören damit. Aber das muss da gemacht werden. Alter, das wird jetzt ein richtig knallig rot. Das ist die Abendsonne, wa? Ja, dann befreien wir halt diese Seite auch noch schnell. Wenn wir eh schon dabei sind. Ihr könnt es auch 10 Minuten oder so vorspulen dann. Oder man kann auch von YouTube rechts unten am Player gibt es da so eine Wiedergabegeschwindigkeit. Das kann man auch holen. Also einstellen, dass schneller läuft. Dann kann man es ja wieder auf normal einstellen. Wenn dann das interessante Zeug wieder kommt. Aber mir macht es richtig viel Spaß zu spielen. Das aufzunehmen, das an den YouTube zu stellen. Und jeder die Möglichkeit hat, mir beim Spielen zuzuschauen. So. Ja, das ist ja schon wieder andere Gegend. Ach komm. Warum hat das eigentlich so viel Unkraut? Weil wir ja nicht einmal Jahre gespult haben. Also wir haben ja kein Körner gespult. Bis jetzt.
außer ein Tag. Aber das ist ja allgemein jetzt so. Aber wenigstens muss man sowas einmal machen. Und dann immer so krass extrem. So. So, dann mal da das weg. So. Entschuldigung, Fischi. Damit wird die meisten schon weg von der Seite. Das war das jetzt auch noch schnell. Aber die obere Etage lassen wir mal noch sein. Hauptsache da, wo wir jetzt momentan sind, ist frei. So. Da noch. Das noch. Das ist noch, da ist noch was. Hey, wo ist das? Das? Ich kenne jetzt langsam nicht mehr aus. Gibt's denn nicht, dass ich da die halbe Insel machen habe? Ah, da. Okay, jetzt hat. So. Diese paar Dinge da noch. Da noch. Das noch und da hinten noch. So, jetzt endlich mal haben wir es geschafft. Leck, das waren ja über 300. Das ist der Wahnsinn da. Wenigstens zwei Holzstücke gleich. Da hätten wir dann ein Fossil. Und das sieht man auch wieder ungar oder gut, sehr fix. So, dann haben wir eine Schaufel. Schaufel? Ja, falsch. Jawohl, ein Fossil. Ja. Fossilfund. So. Jetzt haben wir nur noch 220. Ja, komm, ich bin den Ring schon so gewohnt. Ach, komm schon.
2. Ah, Arsel. Den habe ich glaube noch nicht. Nee, habe ich auch noch nicht. So, Angelmeister. Jawohl, da kann ich den Ring da auch holen. Das hole ich mir auch. So, wir brauchen jetzt aber trotzdem noch 6-mal Holz. So. Dann. Wackelaxt. Jetzt haben wir nur noch 5 Holz. Vier, drei, zwei. Ja. Auch wieder bloß Hartholz und Weichholz, ja kurz der Fix. Jetzt müssen wir 30 Stück haben. Perfekto. Ist das irgendwo wieder ein Fossil? Ja. Ein Fossil. Wie konnten wir dieses Stück vergessen? So. Kann man eigentlich da auch 3 so Kleeblätter finden? So wie vom New Leaf. Warte mal, da ist auch ein Fisch drin. Was ist denn? So, mal gespannt. Ein Karpfen. Perfekt. So, jetzt machen wir mal den Laden. Baukit. Zum Ladenbau. Will was beitragen? Ja, bitte. Extra mühselig macht. Ja, das verlange ich auch erst so. Ach komm. Sorry Jungs, jetzt habe ich vergessen, es wieder vorzulesen. Ja, irgendwie am Anfang wusste ich das irgendwie, hatte das so drinnen und jetzt, wo ich immer alles schnell mache. Naja, auf jeden Fall, wir dürfen jetzt halt den Standort entscheiden. Vom Laden. Und ja. Nehmen wir die Switch da weg. Was ist ein besseres direkt neben zu Haus zu haben? Ja, hier ist gut. So. Schau schon den zweiten Tag und man kann schon den Laden machen.
Also ich mache ja das jetzt halt Ding, also. Okay, gut, die 98.000 stehen nicht schön aus, das ist eine Ausnahme. Aber normal kriegt man es hin. So, jetzt müssen wir aber noch zum Eugen. Jetzt müssen wir uns um den Eugen kümmern. Dass wir morgen auch schon ein Museum kriegen. Da müssen wir jetzt halt einfach viel, viel abgeben. Und dass er mir schneller geht. Durch jetzt halt mal das immer mit, ich habe keine Zeit. Praktisch. So, den Ziel. Ja, freilich, deshalb komme ich ja damit zu dir. Na, Termine. Weil essen will ich ja auch mal machen dann mal. So, jetzt brauchen wir nur noch 10 Funde. Sobald wir die 10 Funde praktisch abgegeben haben, kriegt man die Genehmigung zum Bau eines Museums. Und es sieht da bestimmt schon den goldenen Loch. Aber da würde ich ja 10.000 Ständigsack eingraben. Warum hat es eigentlich da rot angezeigt? Wenn eh nichts ist. So, jetzt brauchen wir nur noch 9. Ach komm, schon wieder. Jetzt hat es was eingefallen. Halt. Den roten Punkt wieder wegmachen. So. Da ist ein Schmetterling. Genau deshalb. So, jetzt habe ich schon 3. 3 von 10.
arbeiten wir mal uns nach und nach mal zurück, den Zug hin. Also wenn das alles vorbei ist, werde ich dann schon bei den neuen Tieren das alles durchlesen. Aber diese Tiere, wo ich jetzt eigentlich mache, das ist eigentlich komplett immer gleich. Also was ist gleich? Das findet ihr dann auch und irgendwas Neues zu wissen ist doch auch nicht schlecht. Ist dann vielleicht ein Anreiz für euch, das Spiel zu holen. Also ich kann es nur empfehlen, also von 5 Sterne gebe ich 5 Sterne. Ja. Gutes Zeit. So, ich will jetzt endlich mal den Ring haben. Den Werkzeugring. Ach so, ist das alles klar. Ich habe gelernt, wie man Werkzeug schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt nach oben drücken, um den Werkzeugring zu öffnen. So, und den Rest verkaufen wir mal. Ich will was verkaufen, und zwar den ganzen Unkartzeug, das brauche ich nicht. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ah, den Nintendo Switch. Ah, da habe ich ja ein Fossil. Ja, 356 Unkraut. Das weiß ich, weil pro Unkraut kriegt man nämlich 10 Sternis. Da habe ich vergessen, den Fossil zu analysieren. Ja. Das da, mein lieber Freund. Ja, freilich. Nein. Jetzt nur noch 6 Pfund. So, schauen wir mal die Taschen an. Das kann ich wieder ablegen. Das soll ich mal ablegen. Das soll ich mal ablegen, ablegen. Und schau. Eins mehr und dann erschrecken. Und das ist das, was ich liebe. Wo man gar nicht wechseln kann. Der Sprungstab natürlich. So, und jetzt fliegen wir mal wieder zu meiner zweiten Insel halt. Da lang.